Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play New Super Mario Bros. U Together mit zwei Leuten und zwar mit mir und Hermann. Hallo Hermann. Hallo Florian. Wir sind in den Cannesminen 5 und zwar dem Ballett der Piranha-Pflanzen. Was haben wir gerade gemacht? Weißt du? Ich hab's schon wieder vergessen. Wir haben uns den Dorffuchs am Ohr. Ja, Dorffuchs steht vielleicht in der Beschreibung vom letzten Part. Oh fuck, man kann keine Dings nehmen. Oh fuck. Vielleicht aber nur. Das war gar nicht mehr so intelligent. Ich mag den nicht so. Ja, töte ihn. Kann zwar coole Sachen machen. Er kann die Eichel geben. Ja, die Eichel. Die ist mit dem so genial. Ich will die haben. Nimm die Eichel. Aber die ist mit dem Baby Yoshi. Ja, dann schmeiß mal rüber. Du kannst ja mit dem dann schweben und so. Ui, das ist so genial. Kann ich die Sachen. Boah, du bist echt schlecht. Ach ja. Immer wenn ich das sage. Das ist irgendwie. Das könnte so ein Running Gag werden, so ein ganz schlechter. Ich hab die Formel fürs Volumen von der Kugel dabei. Ja. Pi Quadrat mal R hoch 2 oder so ein Müll. Ich weiß es nicht mehr. Ui! War! Pussy. Schmeiß mal die Eichel rüber, ey. Dankeschön. Also, wir wollen ein wenig über die Physik quatschen. Stirbfelsen. Hey, Pussy. Ja, genau, wer macht das immer? Oh yeah. Mach mal nur. Nee, vier Drittel. Ach, ist doch egal jetzt. Ich hab die Formel fürs Volumen einer Kugel dabei. Vier Drittel mal Pi hoch 3. Oder hoch 2. Ich weiß nicht. Der macht gute Songs. Ah, guck mal, da unten geht's. Ist bestimmt eine Starcoin. Für alles ist was dabei. Balladen. Ich wusste es, guck mal, ich bin Rock. Nicht. Es ist Rap dabei. Ja, auf jeden Fall. Und richtig fetter Dubstep-Shit. Oh yeah. Und auch das war ruhige gut. Songs. Wie auch ruhige Songs, die bedächtig. Klammer auf A plus B. Klammer zu. B wieso kann ich nicht heute so? Yeah! Ja, ich halte die. Ich halte das Ding. 2A, B plus B. Quadrat. Das reicht jetzt auch lang. Ja, der Dorffuchs. Wir wollen ja nicht zu bildend sein. Ey, wieso nehme ich alle Sachen? Das ist voll gemein, finde ich. Warte mal, ich hol dich. Ich kann dich doch nehmen. Nein. Nee, du nimmst mich, dann kannst du schweben. Oh. Ich will nicht schweben. Ich will. Leben! Und Dorffuchs will rappen. Kann er aber nicht. Ich sage dir. Nein! Ich sage dir so viel, wir brauchen den Cooper da oben. Oh, Junge, ich will. Minuten vor Lachen geweint, ey. Moment. B mal R hoch 2 oder 3. Töte ihn. Oh, nein, komm mit. Da oben kann man doch im Secret. Warte, ich. Da oben kam ein. Ja, komm noch mal hier hoch. Ja, komm. Stoß mich. Nein, du stößt mich jetzt gefälligst. Moment, bleib da. Nein. Boah, ich bin echt scheiße dumm. Oder warte, komm mal hier hoch. Warte, nein, geh da ruhig hoch. Okay, ich geh da hoch. Moment. Den brauche ich mal. Ich hab das Gefühl, dass da drüben bei der Piranha-Pflanze irgendwas ist. Ich glaub nicht. Komm mal mit. Guck mal, so, jetzt müssen wir den töten. So. Da könnte man auch so. Jetzt komm mal bitte mit. Und mach mal eine Stampfattacke. So, warte. Eine Stampfattacke. Okay, meine Intuition hat mich getäuscht. Guck mal, das ist so ein Paracooper-Spawner. Das ist aber kein Paracooper-Spawner. Stimmt. Jetzt endlich mal über E3 reden hier. Ein Koopa-Trooper. Nein. Was willst du denn machen? Wieder hier oben. Ach, du willst da hoch? Ja, da oben ist ein Starcoin. Warte, schau. Mann, ich weiß es. Da muss man da irgendwie mit einem Koopa-Eichel hoch, aber egal. Oh. Du weißt, was du tun musst. Oh, ja. Nee, ich weiß es, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, wir haben es verkackt. Das wird lustig. Ich schaff das irgendwie schon. Oh, bitte die Eiche, Moment. Sonst haben wir es vergessen. Komm mal her. Jetzt müssen wir uns behalten. Komm mal rüber zu mir. Aber nicht aktivieren, das mache ich. Oh shit. Erstmal die Gefahren beseitigen. Wann kommt die Eiche? Nach dem Stern. Ich bin einfach so Zufall gesprungen. Oh shit, okay, wir müssen uns beeilen. Ich habe das Gefühl, dass da unten irgendwas ist. Nämlich einen Anlauf. Oh, ich hatte sowas von recht. Oh, scheiße.
Komm, geh mal zur Seite. Geh mal hier hoch. Nein, du musst. Ich mach das. Geh mal zur Seite da. Ich brauch Anlauf. Ja, geh mal hier. Komm mal her. So, jetzt spring mal. Ich will. Ich probier's aus. Spring mal ganz hoch. Jetzt oben hin. Ganz hoch. Geh mal ein bisschen nach links. So, noch ein bisschen nach links. Auf die andere Seite da. Ach, auf die andere Seite. So, und jetzt komm ich. Okay, geht nicht. Okay. Ja, denn 4/4 Pi muss man mit was... Jetzt E3 hoch 3 und so weiter. Guckt euch den Song an, der wird euch eine Stunde begleiten. In eurem Köpfchen. E3, was hast du für Erwartungen? Ich hab wirklich die Erwartung, ein Donkey Kong 3D. Ja, ich auch, schon seit letztem Jahr. Aber es wird wahrscheinlich schlechter werden, als wegen den Charakteren, die... Wieso Charaktere? Nintendo hat die Rechte an Diddy Kong. Ja, Diddy Kong, Donkey Kong, ich will richtige Characters. Ja. So ein Gast... Oh, was? Upsala. So ein Gastauftritt von Banjo... Ach ja. Das ist ein 3D-Spiel. Oder Conker... Nee, Conker ist zu brutal. Conker gibt's in Diddy Kong Racing. Oh, krass. Wenigstens haben wir jetzt noch eine Chance, dort die Eiche... Weißt du, wie wir es machen können? Ich nehme dich so und dann springst du ab. Ja, das hab ich auch schon. Okay. Aber erstmal probieren wir da. Oh ja, wir sind hier zu klein. Das war ein Fehler, Florian. Ohne Witz. Ach. Du hast ja keine Ahnung. So, Moment. Ah, eins zu spät. Okay. Ich tu dich darüber bringen. Ich fahre dich sicher in den Hafen. Okay, war vielleicht gar nicht mal so sicher. Jetzt krieg ich keine Ahnung. Wie du besiegst. Cool, wenn ich nicht süß. Okay, passt. Ich hab die Top-Bäuchlein. Okay, wir ignorieren das jetzt einfach mal und machen es gleich nochmal. Ja, wir ignorieren es einfach. Ja. Donkey Kong 3D. Was willst du da? Wo soll das spielen? Auf der Donkey Kong Insel. Ich würde sogar so ein Donkey Kong 64-2. Ja, guck, ich hab einfach das goldene Köpfchen noch. Ja. So ein Donkey Kong 64-2 nenne ich. Ich hol's mir. So als Billigname. Oh, du gehst, mein Freund, nicht den alten Block aktivieren. Ich geh mal hoch, geh mal rüber. Ich brauche Skill. Vielleicht nicht unbedingt mit den gleichen Kongs, weil... Ja, es ist, also das mit den verschiedenen Charakteren war schon eine gute Idee, finde ich. Ich fand nur, Tiny Kong war einfach keine gute Idee. Tiny Kong ist eine gute Idee. Nein, sie war einfach das gleiche wie... Nein. Sie hatte einfach keine Besonderheit zu Dixie. Sie ist tiny und kann deswegen klein werden. Kleini tiny. Maximus Kleinus. Klingeling. Du weißt, worauf ich hinaus will, was du jetzt nicht aussprichst, okay? Ach, scheiße. Du kennst doch in Englisch diese, Simple Pass und... Ja. Also die dritte Stammform und so. Zum Beispiel to run, ran, run und so. Ja. Ich weiß noch, früher anstatt to ring, also klingeln, hat er gesagt, to kling, klingeling, klingelingeling. Du kling, klingeling, klingelingeling. Oh fuck. Florian, renn schnell durch, du bist in der Schutzzeit. Running around with the speed of sound, yeah. Ich glaub, da unten ist irgendwas. Das war ein verdammter Fehler. Komm mal her. Hol dir den Pilz. Ja, ich hole mir. Running around with the speed of sound. Ich glaube, da unten ist was. Ja, da unten ist auch das Secret Exit. Oh, yeah! Secret Exit. Ist ja geheim. Oder ist... Ja, ich glaube... Ich schaff das. Yeah. Mann, du hast mich behindert! Du! Ey, Mann, wie kann sowas passieren? Du hast mich behindert! Du bist an allem schuld. Donkey Kong 3D. Yippie. Und? Für Wii U oder 3DS? Psst, ich glaube, es ist Wii U. Ja, für was willst du haben? Ich wäre auf jeden Fall für 3DS. Dazu muss man, glaube ich, nicht mehr sagen. Ja. Glaube ich auch. Hätte ich auch gerne. Okay, du mit dem goldenen können. Versuch. Mit dem goldenen. Du Mörder! Du stirb! Okay, ganz im Ernst, ich wäre kurz davor, mach die Blase, weil dann kriegen wir kein Leben abgezogen. Nein. Ey, komm, das ist doch voll scheiße. Schlecht, voll billig. Ach, du bist billig. Wie der billige Senf vom Penny. Ich hab's. Mehr Leben als ich. Florian steht wohl auf den billigen Senf von Penny. Ja. Billigen Qualitätssenf.
Schmeckt der auch so billig wie er klingt? Ja. Richtig qualitativ hochwertig. Billig. Hochwertig und billig. Ah, das war. Das geht einfach nicht. Es ist, ohne Witz, es ist nicht möglich, so etwas zu. Na! Es ist nicht möglich, das zu teilen, weil. Man. Aber, nein, die zweite Starcoin. Das ist die dritte, ne? Da kommt man nicht mehr zurück im Übrigen. Oh, scheiße. Spring mal auf mich. Dankeschön. Ich wollte diese gefährliche Waffe von einem Experten entsorgen lassen. Und dann kamst du und da habe ich mir gedacht, okay, du gehst auch. Du schaffst das auch. Ich wäre auf jeden Fall für den 3DS. Ja, 3D. Aber nein, nicht nur für den 3DS, sondern sogar exklusiv für den New Nintendo 3DS. Ja! Ja! Das wäre die beste Idee eigentlich. Ja! Ey, komm her, komm her. Das wäre eine richtig krasse Marktstrategie. Oh, falsches. Falsche Ritze. Oh, fuck. Okay. Running around with this beat of sound. Und wir sind tot. Weißt du auch wieso? Ich. Weil du bist. Wir spielen hier kein Zelda. Nein! Scheiße, wir spielen kein Zelda. Denk dir das jetzt mit dem Schwert, die ganzen... Moment. Der würde die Dekoranas durchtrennen, ne? Den Hals da richtig abkratzen. Der würde den Hals durchschneiden und dann kommt da ein Dekostab raus, weil wir wissen... Spring. Du bist nicht gesprungen. Ich will kein Leben verlieren. Du bist nicht gesprungen! Ich hab ne Idee! Ja? Die ist voll gut eigentlich. Xenoblade Chronicles 5D. 5D, auf jeden Fall. 5D, exklusiv auf dem New 3DS. Und zwar gehe ich hier hin. Ich gehe hier hin. Das geht nicht. Renn einfach weiter. Renn weiter. Du bist tot. Scheiße. Oh Mann, ich wette, die haben das extra so gemacht. Ja, was glaubst du denn? Sind die auch nicht ganz dumm. Mach mir das Level einfach noch. Ja, wie oft noch? Wow. Sorry. Wir machen jetzt Metal Gear Mario. Ja! Ja! Ich kann noch dazu Ja, Metal Gear Mario, ja! Ich komme mal. Ran 3 Leben verloren. Noch ein Spiel. Ich will Mario Sunshine 2 oder so. Was besser als das Mario Sunshine 1, weil Mario Sunshine 1 zieht sich einfach nur unglaublich und macht keinen Spaß. Was zieht sich dort an die Länge eigentlich? Gar nichts. Doch. Weißt du, wie anstrengend das ist zu spielen? Jump! Nach 2 Minuten Jump! Jump! Nicht Jump! Jump! Wie lange ist der Part schon? 13 Minuten! Oh, wir haben Eiskalten. Oh ja, das ist das Schlauste. Das ist das Schlauste! Wir rennen jetzt erstmal durch und dann später kommen wir nochmal zurück zu diesem einen Block. Komm zurück. Wir werden uns daran erinnern. Oh nein, wieso hast du das getan? Ey, hallo, du bist immer noch am Rennen. Du hast noch nicht angehalten. Ey, der Koopa, der mag mich nicht. Das ist der Koopa des Todes. Ja, ist so, ne? Ja. Der ist voll scheiße platziert. Kann man da nicht durch? Doch. Aber egal. Langsam macht man. Na, okay. Das ist eine Scheißpassage. Herr Dark Stargamer. Ja, hallo, was bin ich? Ja, okay. Das war irgendwie merkwürdig. Guck mal, diese Märtyrer. Ich hab gesagt merkwürdig. Okay, Moment, du springst gleich von mir ab mit der Schüttelattacke. Und so. Ich hab aber keine Schüttelattacke. Doch, das ist eine Schüttelattacke, nur dass sie nicht attackieren kann. Eine kleine Wirbelattacke. Eine Spin-Attack. Spin-Attack. Spin. Ein Roll-Attack. Oh, shit. So. Rolling. Ich glaube, nach dem Part nehmen wir Smash Bros. Auf, oder? Nee, wir müssen die Welt fertig machen. Ja. Aber das schaffen wir doch in dem Part, ja. Machen wir uns mal nichts vor, das schaffen wir. Wie viele Parts denkst du, Smash? Ja, wir 2. Ja, 2. Mindestens. Mindestens 2. Wir würden auch das Spiel gar nicht. Jetzt E3! E3 ist irgendwann, was hatte ich gesagt? Juni, ich glaube 16. oder so, ne? Oh, ist das dumm. Ja. Glaubst du. Oh, ich hab's sein! Ich wollte sagen Glück, aber. Es war Skill. Das war... Oh, ich hol die Eiche, Und deine Eiche. Nein! Unser Nur. Ja.
Justin, Kevin, Justin, Frederik. Zu spät. Wer? Kevin, Justin. Ach, den kenne ich. Kennst du das Video? Ja. Von Kevins? Natürlich. Wer kennt es nicht? Schieß sie ab, damit ich sie auch kriege. Schieß sie ab! Schieß sie ab! Florian! Viel Spaß dabei. Du musst sie abschießen, wenn sie klein ist. Ach, weißt du, was ich gerne. Wer klein! Schieß sie ab, schieß sie ab! Wer klein, wer klein, wer klein? Ach, das ist mir scheißegal, jetzt ist sie klein. Okay, Mann! Muss ja nicht immer so rumflamen. Flamen. Flame, 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 flame. Ja, genau. Flame, 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 flame. Der beste Ausdruck ist einfach flame, flame, flame. Flame, flame. Das ist ein Flammenwerfer. Das ist ein Flamethrower. Thrower, ja. Oh yeah. Ich glaube, hier war das. Ja, da war das. Oh Gott, bin ich dumm. Das oh war nicht ja, du bist echt dumm. Warte. Mehr. Oh, sorry, ich wollte eigentlich die da töten, aber okay. Geh mal zur Seite, ich mach das. Du musst da oben einen Walljump verprügeln. Ich glaube, das geht gar nicht mal so gut. Wir machen das jetzt, wir machen das auf die coole Art und Weise. Oh, oh scheiße. Die Art und Weise oder die. Ich meine die Art und Weise, wo ich auf dich springe. Oder, Moment, du springst ab und ich springe. Nee, das funktioniert das halt nicht so ganz. Hey, wie geht das überhaupt? Muss man dann den anderen nehmen? So, du kommst mal hierher. Ja, ich hab. Ja, Mario! 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 Scheiße! Oh, so jetzt auch funktioniert, das ist klüger. Ah, ja. Nein, bleib da oben, bleib da oben. Und dann so, gut. Dann muss ich so auf dich springen. Das ist echt nicht klug. Oh, Pilz. Pilz. Lieblings-Item. Meins nicht. Das ist so ein fast Hass-Item. Hass-Ich. Mario, schaukel. Nein, scheiße. Oh Mann, jetzt habe ich wieder nur 28. Jetzt hast du wieder mehr Luft. Oh, Pilz. Fuck. Ich bin auf Pilzen. So, ich springe. Oh. Oh Gott, wie kannst du das so fast tun? Das war hier. So. Ding. Yo, und jetzt springe ich. Oder kommt man da nur mit der Eiche, wenn schon mit der. Nur mit der Eiche, dann ist es schon scheiße. Also. Ich bin da drüben. Ach Mann! Oder was hier mit der. Ey, das ist es immer in so einer Stelle. Das könnte auch da sein. Das könnte auch hier gewesen sein. Ja. Dies könnte auch ihr Auto gewesen sein. Oh! Die Eiche! Sie ist der Gold. Sie ist der Schlüssel zum Rausch. Sie ist der sie ist sowas von. Sie ist der Schlüssel zum Gewinnen. Warte. Jetzt bräuchten wir nur eine Eisblume. Oh! Komm, hol sie. Spring. Nee. Spring ab. Yeah. Aber wenn ich das verfehlt hätte und man käme hier nie wieder rein, das wäre das. Nee, wieder! Das wäre das Bitterste für den ganzen Part. Uns fehlt noch die letzte. Ja, du weißt ja aber, wo die ist. Geh du mal in die Blase. Oder nee, das wäre gar nicht. Okay, du wärst lieber nicht in die Blase gegangen. Mit der Eiche kann man hier sowas von. Oh, Juch. Juch. Moment. Juch, hoch, Herrn Darkstar. Das war das ideale Eid. Das war das ideale Eid für mich. Was ist einfach gestört. Was war gerade nicht besser, hättest du jetzt eine Eiche? Doch, und die hole ich mir jetzt auch. Wenn du Glück hast. Bam. Du hast das goldene Nichtköpfchen. Wee. Rolling around with the speed of sound. And ist with a Koopa Pirate Trooper ohne Power. Mann, ich will jetzt über spannende Ideen zu E3 reden. Ich will auf jeden Fall einen Trailer zu Zelda U. Der wird auf jeden Fall kommen, das ist schon klar. Star Fox wird auf jeden Fall kommen. Ich will ein Project Ukulele. Wir müssen die Stacker nochmal. Ja, ich weiß. Wir hätten uns auch eine Pussy-Eiche beschaffen können, aber das wäre zu schwer. Das war zu pussyhaft. Deswegen mache ich das jetzt genauso wie eben. Ich hol mir seine Eiche! Es ist zwar keine Eiche. Ganz im Ernst. Drück Minus! Willst du Zeit vom Park verschwenden? Wieso Minus? Zeitverschwendung!
Das wird sich doch angucken! Ach, wir sind erst bei 20 Minuten. Was schauen wir jetzt? Für das eine Level, oder? Ja. Ja. Oh Mann, das ist Was noch zur E3? Also Projekt Ukulele hat nichts mit Nintendo zu tun, wird auf jeden Fall bei der E3 nicht kommen, echt? Oder? Ja, da, oh! Da machen doch Sound. Sound bei Grant Kirkhope, ne? Und David Weiss. David Weiss sollte man nicht vergessen, aber mir fällt eigentlich immer. Also ich freue mich am meisten auf UCraft. Was auf jeden Fall. Ah, UCraft wird so großartig. Das wird so eine Scheiße. Oh. Man kennst du den Trailer? Mit einer Knarre. Wirklich? Es gibt eine Knarre. Boah, das Spiel ist besser, als ich erwartet hatte. Echt jetzt? Ja. Oder? Hallo? Ich kaufe mir das. Ich mache einen 1000 Part LP zu. Ich werde mir das kaufen, werde es aber nicht. Ich werde es mir kaufen, genauso wie Splatoon, natürlich. Ich werde mir Splatoon auf jeden Fall kaufen. Ich werde mir Splatoon nicht kaufen. Wieso nicht? Weil ich nicht online spielen kann. Ohne online spielen machen Spiele keinen Spaß. Ja. Du hast schlechtes Internet. Was? Du hast schlechtes Internet. Ja, ich habe schlechtes Internet. Na und? Willst du mich jetzt provozieren oder was? Das hast du geschafft. Und meine Gefühle hast du auch noch verletzt. Ich habe das. Yo. Nicht. Gotta go fly Mario. Na, Zeit. Wir haben das Level geschafft. In wie vielen Minuten? 22. Wollen wir noch ein Level draufhängen? Ja. Ja. Klang. Und zwar. Kann es wie ein Türmchen. Kammerjagd im Drehwurmturm. Oh shit, das Mikro. Ich krieg so. Warte, du musst mich festhalten. Halt mich fest. Okay. Halt dich fest. Und jetzt Wirbel. Das sah ziemlich elegant aus. Ich bin im Wirbel hochgesaugt worden. Oh nein, ich hasse den Boss hier, weil es ist nicht Boom. Es ist nicht Boom und man wird es im Laufe des Levels. Spoiler. Darf ich spoilern? Nein. Gibt's in dem Spiel Spoiler? Ja, sagen wir einfach, er kam in Super Mario World vor. Ja, zumindest eine ähnliche Art. Eine ähnliche Art kommt auch bei Super Mario 3D World und Super Mario RPG vor. Ich habe keine Ahnung, ob der kam bestimmt nicht bei Super Mario RPG. Ey, der Ton! Voll Retro, yeah! Oh, Super Mario RPG. Nein, ich glaube, der kam nicht in Super Mario RPG vor. Das habe ich mir gerade ausgedacht, ja? Mit vielen. Hast du schon mal angeguckt? Ja, ich weiß, wie wunderschön das aussieht. Weißt du, was ich jetzt mache? Vor allem das Forest Maze. Oh, Forest Maze, das ist das Beste. Nee, ich kann es nicht. Okay. Oh, das war's! Wow. Boah, ey, knapp, ey. Das hätte ich nicht verdient. Da hat mich die Sternmünze, die Skin Moment, geholt Moment, hab. Moment. Warte auf mich. Warte auf mich! Da bin ich, hallo! Ey, du hast voll so ein Bob Marley. Wie heißen diese Teile nochmal, diese Mützen? Wie heißen die nochmal? Hä? Was? Diese Mützen? Diese Malermützen da? Nein, diese Jamaika-Mützen. Also diese, ich weiß es doch. Reggae-Mützen oder sowas. Ja, Mann, wie heißt sie nicht? Ich weiß es doch. Oh! Und Spoiler, das ist ein Sumo-Bruder. Ja, das wird ein Sumo-Bruder. Ja, ich glaube, der Sumo-Bruder kam bei Mario 3D World und, kam der schon 3D World? Ja, also, nee, stimmt, das waren ja die Rugbys da, die Football. Die Chucks. Die Chucks, genau, die Football-Chucks. Und die kamen auch in, mir fällt gerade kein Spiel ein, dem die noch vorkam. Wie hießen diese Mützen nochmal? Ich muss dir ein Video zeigen. Das ist so crank, das geht 8 Minuten lang. Da spielt einer das crankeste Mario-Level aller Zeiten. Wow, stehen ineinander. Und wie findest du das so? Entspannt, oder? Fruchtig. Auf jeden Fall. So ist dann fruchtig. Ah. Boah, ich liebe diesen Ton. Ah. Komm. Der lässt Erinnerungen an nicht gespielte Spiele wieder hochkommen. Welches zum Beispiel? Super Mario World. Ich hast super du nie du Monster! Doch, ich hab die Game Boy Advance Version gespielt, stimmt ja. Monster, ich hab die SNES Version. Ach, du hast die bestimmt auch auf deiner Wii U, ne? Ja, ist auch so. Die Virtual Console. Aber ich hatte es sogar wirklich auf SNES mal gespielt. Du hattest bestimmt auch eine SNES. Was? Nee, aber beim Freund, der hatte wirklich eine SNES. Der hat Asterix und Obelix meistens da drauf gespielt. Ah. Das sind echt schlechte Spiele. Ja, das einzige Gute war echt Super Mario World. Ich möchte nur so viel sagen. Auf dem Game Boy gab's auch Asterix und Obelix. Ha. War das auch kein gutes Spiel. Keine gute Spiele. Ich hab's mal probiert, es war.
Asterix und Obelix ist keine gute Spielreihe. Es war nicht mal so schön. Ich spüre Anspruch. Können wir den Anspruch einfach überspringen? Ich glaube, wir überspringen den Anspruch einfach, oder? Du willst... Florian! Nein! Florian! Nein! Ah! Rolling around with the speed of sound! Ah, ist geschafft. Es war schon zu spät, Florian. Ja, tut mir leid. Du bist schuld. Wow. Geister. Nein! Hättest du mich drehen lassen können? Nein. Ich hab das Feeling. War keine Absicht. Ich hab das Feeling. Ich. Wie lange ist der Part schon? Mopsi! Nee, wir müssen das Level erst. Ja, wir müssen das Level machen und im nächsten Part. Und im nächsten Part gibt's Mopsi gleich zu Anfang. Oh Mann, wir müssen uns beeilen. Wir haben schon jetzt 26 Minuten. Das ist bei mir immer so. 25 sieht immer ganz schön aus. 24, da denke ich mir immer, ist zu kurz. Bei 25 denke ich mir dann, perfekt. Aber bei 26, dann wird's so, scheiße, der Part ist viel zu lang. Also 25 ist echt die Grenze, wo das so sexy ist. Party hard macht. Sexy. Und sexy and I claw it. Knobben. I claw it. Pass auf. Kennt ihr diese lustigen Leute, die sagen, hallo? Mein Name ist Boss. Hallo, mein Name ist Günther. Günther, ja. Also, mein Name ist... Ich hab keinen Namen, ich bin ein Waisenkind. Ich wurde ausgesetzt. Deswegen bin ich Lehrer geworden. Ja. So könnte man es nennen. Ja. Das sind die besten Lehrer. Ich glaube, solche Lehrer gibt es nicht. Zumindest nicht bei uns. Ah, komm, wir machen jetzt einfach die Noob-Taktik. Ja, ich gehe aber hier gleich schon. Komm, du springst ab. Du sollst abspringen da oben. Ja, geht nicht. Egal. Ja, dreh. Ich dreh. Wir schaffen es. Turning around with the speed of sound. Ich frag mich, ich will mal schaffen. Damn. E3, wir sind eigentlich immer noch nicht fertig mit dem Thema. Ich möchte ein... Kacke. Ich bin ihm ausgewichen. Moment! Uns fehlt eine Starcoin. Nein. Doch. Ach nein. Wo könnte die sein? Moment. Nee, die ist da oben. Hier sind so Blöcke, das weiß ich noch. Aha. Guck, siehst mal. Wir wären jetzt einfach in die Tür gegangen, ohne diese Starcoin zu holen. Hallo! Was ist da los? Hadam? Komm mal klar, ey. Isst du gerne Fleisch? Die hab ich gut. Isst du gerne Hadam? Ich esse gerne Baguette mit Senf. Mit dem billigen Qualitätssenf von Lidl, von Penny. Ey, der wird jetzt richtig zum Mafia-Boss. Guck dir den gleich mal an. Der hat so einen Sprenggürtel, oder? Nee, das sind keine Sprenggürtel, das sind so Wolken. Nee, das sind so. Mit was hat der daneben an? Oh fuck, ich komm nicht drauf. Bams! Das ist auf jeden Fall der Big Sumo Brother. Oh fuck, er ist zu big. Das ist so big. Or small? Oh yeah. Ich hätte eigentlich sterben sollen. Nein, ich komme. Nein, ich bin zu dumm. Nein. Wow, das war. Ja, komm, wir tun ihn da runter. So, das der geht nicht. Und Hä? Ha, gekriegt. Ich wurde einfach mal so abgeprallt, weil ich auf seinen Arm ja, ich bin abgeprallt. Ja. Von seinem Arm. Also, das Thema ist eigentlich gar nicht mal so spannend gewesen, von wegen E3 und... Doch, ich will so ein Open World. Ich will, dass ein 3D Mario angekündigt wird. Und? Dieses Jahr kommt ja keins, aber nächstes Jahr vielleicht. Und ich will ganz im Ernst. Ich will ein DLC für Mario Kart 8. Nee, ich will. Mit Blessy. Ich will ein DLC für Link Between Worlds. Komm, das machen wir noch jetzt. Obwohl es so lange her ist, dass das Spiel ist. Das machen wir jetzt noch. Ich will echt ein DLC. Das Spiel ist. Oh, nee, gut. Das ist relativ. Das Spiel ist echt gut, aber. Da ist noch ein DLC drin. Die machen da keinen DLC rein. Ja, du bist ja auch nicht so dieser. Ich habe alle Zeldas gespielt. Ja, trotzdem, hallo. Glaubst du, was soll das für ein DLC sein? Wo man nochmal mit dem Octorok Baseball spielt? Nochmal in der schweren Variante? Ha! Das war's, Skill. Nee, natürlich. Man kann mit Ravio spielen und. Dann durch Majora's Mask. Ravios Awakening. Bei Majora's Mask wird man zum totalen Killer. Ravios Awakening, genau. Und das wird dann so wie Link's Awakening nur im Style von Ravio. Ja. Aber Klong. So im Link Between.
Nee, erst das normale. Geh nochmal auf den blauen Schalter. Wir lassen das eh, im nächsten Part geht's weiter. So, tschüss! Tschüss!